Agentin Nicole Burnett meldet sich am Observationspunkt. Hör auf, Kleine. Was? Hast du keine Lust mehr, hinter dem Schreibtisch zu sitzen? Nicole, ich glaube nicht, dass du dich hier beweisen kannst. Du wirst dir stundenlang meine dummen Witze anhören müssen. Du kannst mir über deine Arbeit erzählen. Ich habe eine erste, ernsthafte Aufgabe für dich. Geh zu der Bar um die Ecke und bring mir einen Kaffee. Diese Nachricht zu Nick. Verdammt! Und damit heiße euch herzlich willkommen zum Start eines neuen Projektes, die Kunst des Mordens. Gewünscht wurde sich diese Reihe von Kuraiko Show, beziehungsweise ich wusste genau, um welche Collection es sich dabei handelt, weil in dieser Collection sind drei aus der gesamten Serie drei Spiele, einmal Geheime Akte FBI, was ist noch, der Marionettenspieler und Karten des Schicksals. Diese werde ich dann auch von dieser Reihe spielen. Und ich bin sehr gespannt, worum es da alles geht. Ich muss sagen, ich habe es schon angefangen gehabt aufzunehmen, war auch schon mitten in Part 3. Dann war plötzlich der Strom weg, Audiospur futsch und ich wollte nicht zum Beginn eines Projekts das alles nachkommentieren. Ist halt doof. Und ja, deswegen wird es vorab ein bisschen schneller vorangehen als bei der ersten Aufnahme. Okay, dann starten wir mal ein neues Spiel. Tag 1, Büro des FBI. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich mich ja direkt bewegen kann. Okay, wir sind Nicole Burnett, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist vor ein paar Minuten erst gespielt, aber ja, der Name ist noch da. Und das ist unser Chef. Mit dem reden wir mal. So ist der Job, Nicole. Du stehst vom Stuhl auf, um dir die Beine zu vertreten, und landest tot auf dem Boden. Ich verstehe nicht, warum er gestorben ist. Du hättest auch etwas abbekommen können. Wenn dieser Kaffee nicht wäre, wäre er noch am Leben. Vielleicht. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, um was es hier geht. Ich muss mit Nick sprechen. Ruth, ist Nick heute im Büro? Nein, er ist noch nicht gekommen. Nick. Unorganisiert, unpünktlich, nicht anwesend. Er führt jetzt über 30 Ermittlungen. Drogen, Bankbetrug, Serienmorde. Er hat einige Erfolge, ist aber ein furchtbarer Mitarbeiter. Ich kann ihn nicht ohne einen soliden Partner arbeiten lassen, der für ihn die Büroarbeit erledigt. Nicole? Ja? Du wirst mit ihm zusammenarbeiten. Ich freue mich. Trotz allem. Gut. Bevor ich dich diesem Fall zuweise, möchte ich den Bericht haben. Ich bin gleich fertig. Soll ich ihn auf dem Server speichern? Bring mir den Ausdruck. Ich möchte dich hier gleich mit dem fertigen Bericht sehen. Jawohl, Chief. Ich finde das so lustig. Also, das Ganze hat mich eh schon während der ersten Aufnahme sehr an Still Life erinnert, weil wir spielen da ja auch eine Frau, Point and Click, FBI-mäßig unterwegs und so. Ja, Schätzchen? Ich muss den Bericht über den gestrigen... Ich komme da nicht durch. Armer James. Wenn ich an seine Frau und seine Kinder denke... Warum bin ich diesen Kaffee holen gegangen? Gib dir keine Schuld dafür. Bei diesem Job kannst du nichts vorhersehen. Als ich mich um diesen Job beworben habe, wusste ich, dass er lebensgefährlich ist. Aber es ist etwas völlig anderes, wenn jemand in deinen Armen stirbt.
Ich verstehe dich. Nicht sehr tröstlich, aber er ist nicht der erste Agent, der in diesem Jahr erschossen wurde. Nicole? Ja? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Guter Zeitpunkt für was? Um sich zurückzuziehen. Keiner wird dir Vorwürfe machen. Nein, das kommt nicht in Frage, Ruth. Ich muss ihn kriegen. Ja, wir wollen ihn auch kriegen. Fragt sich nur, ob das auch passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Was ich jedenfalls so lustig fand, ist, der Chef will ja unbedingt den Bericht haben. Ruhe und Stille sind nur Schein. Die Anhäufung der Verbrechen pro Quadratzentimeter dieser Akten ist erdrückend. Aber wir müssen uns erstmal damit befassen, überhaupt Nick zu erreichen. Telefonnummern. Hier ist die Nummer von Nick. Ja, und die rufen wir auch direkt mal an. Man beachte dabei diesen nett aussehenden Herrn. Wirkt ein bisschen wie ein Zombie. Hat bestimmt Spaß gemacht, hierfür zu posieren. Die Nummer antwortet nicht. Ist Nick etwas passiert? Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, wir können nicht vor dem Bericht schreiben, bevor wir Nick nicht irgendwie erreicht haben. Vielleicht habe ich meinen Schreibtisch zu früh verlassen und mich in den Einsatz gestürzt. Ich werde noch Ruth fragen. Es hat den Anschein, dass sie Nicks Gewohnheiten besser kennt. Ja, es ist lustig, ne? Der Chef sagt, hier, mach den Bericht und dann sowas. Wie kritisch man wird, wenn man das schon kennt. Ich weiß nicht, was mit Nick ist. Tja, ich auch nicht. Seit einer Woche war er nicht im Büro. Wie denn? Schreibt er keine Berichte? Bespricht er seine Ermittlungen nicht mit dem Chief? Das hat immer James für ihn gemacht. Nick kann keine Papierarbeit erledigen. Bevor James starb, hat er mich gebeten, Nick etwas zu geben. Wie soll ich das tun? Warte, woher hast du seine Nummer? Von dieser Liste auf der Tafel. Dieses Handy liegt irgendwo tief auf dem Grund des Hudson River. Ich habe hier eine neue Nummer. Ich schicke sie dir per Mail. Danke. Ja, jetzt kriegen wir endlich mal die richtige Nummer. Ich bin erstaunt aber, dass es dennoch geklingelt hat, wenn das doch auf dem Hudson River liegt. Na gut, war vielleicht ein wasserdichtes Handy, ne? So, die Nummer ist noch nicht ersetzt. Muss ich hier erst angucken? Ich habe schon die Nummer auf dem Bildschirm. Jetzt werde ich ihn erreichen können. Das ist vielleicht doch dieselbe, die ersetzte Nummer schon. Lol, die ist zufallsgeneriert. Ich weiß nämlich noch ganz genau, bei der ersten Aufnahme hat die mit 6-4 geendet. Und war nach der 5 nur 0. Die war nämlich viel einfacher zu merken als diese komische Zahl. Lol. Genial. Nach dem Piepton bitte eine Nachricht hinterlassen. Hier spricht Nicole. Nick, ich kann dich schon den ganzen Tag nicht erreichen. Ich schreibe den Bericht über James Tod. Dies sind seine letzten Worte. Bring diese Nachricht zu Nick. Das ist alles. Ja, schön, ne? Können wir jetzt den Bericht schreiben? Wir haben eine SMS gekriegt. Ich erkläre dir alles später. Ich brauche etwas Zeit, um zu mir zu kommen. Die ist aber von Nick, oder? Aber das ist doch die Nummer, diese komische, seltsame Nummer. Vielleicht hat Nick doch recht. Ich werde mich kurz fassen. Jetzt ist der Bericht fertig. Ja, endlich. So, drücken. Und wie so üblich, es gibt natürlich kein Druckerpapier im Drucker. Habe ich aber auch immer. Die Schublade lässt sich leicht verschieben. Da, nix drinne. Fragen wir mal Ruth. Hast du hier kein Druckerpapier? Nein, aber im Drucker müsste welches sein. Nein, da ist keins. Das Lustige ist, ich dachte ja, weil hier hinten ist so ein Lagerraum, dass das hier in dem Lagerraum irgendwas wäre. Hier sollte ich alles finden, was ich zum Arbeiten benötige. Pustekuchen, hier findet man UV-Lampen, Plastikbeutel, Batterieboxen, Luminolöl, Handschuhe. Ich glaube, das war's. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber kein Druckerpapier. Das Druckerpapier befindet sich hier draußen. Wenn der Umbau beendet ist, wird es ein wunderbarer Arbeitsort sein. Erstmal ist es ein richtig schönes Gebäude. Und zweitens, warum liegt das Druckerpapier hier? Wer hat das da hingetan? Es ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, wie man auf den Begriff leicht wie Papier kam. Okay, das ist das Büro, das Labor.
Labor. Da kann man in die untere Ebene. Gehen wir erstmal zurück ins Büro. Papier rein, Bericht ausdrucken und wieder zum Chef. Damit wir endlich mit dem Fall vertraut werden hier. Einerseits beklagt sie sich ja, dass, Die Fachschublade lässt sich leicht verschieben. Naja, dass sie als hinter dem Schreibtisch sitzen muss, aber andererseits sagt sie auch, vielleicht hat sie sich zu früh reingestürzt. Also, so ein bisschen Widerspruch in sich eigentlich, oder? Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich hier reinkomme. So, dann geben wir mal den Bericht dem unserem Chef. Bitte, der Bericht. In Ordnung. Zerbrich dir nicht länger den Kopf darüber. Wie denn? Dies werde ich nur schwer vergessen können. Du musst dich daran gewöhnen. Aber ich will den Fall. Ich will diesen Dreckskerl erwischen. Das ist nicht so einfach. Ich war doch von Anfang an dabei. Ich habe den Mörder verfolgt. Du hast noch nicht genug Erfahrung. Hinter dem Schreibtisch werde ich keine Erfahrung sammeln. Ich weiß. Du wirst dich auf einen von den Fällen konzentrieren, die Nick nicht gelöst hat. Ja, dann sag mir welcher. Hör zu. Henry Fairbanks, Ingenieur. Mark Chestam, Abenteurer. Andrew Hake, Arzt. Ermordet im letzten Monat in der Stadt oder auf dem Gebiet des Bundesstaates New York. Sie alle waren weiße Männer, circa 40 bis 45 Jahre alt. Ungewöhnliche Mordwaffe. Wahrscheinlich ein Messer mit gebogener Klinge. Vor ihrem Tod wurden sie gefoltert. An den Händen und den Beinen haben sie violette Fesselspuren. Dem dritten und vierten Opfer hat man das Herz herausgeschnitten. Das erste Opfer hätte wahrscheinlich dasselbe Schicksal erlebt, wäre es nicht vorher an einem Herzinfarkt verstorben. Alle Opfer waren bei Bewusstsein und haben gelitten. Davon zeugen die Fingernagelspuren am Handinneren. Alle hatten auch andere Verletzungen am ganzen Körper. Hat der Mörder Spuren hinterlassen? Nein. Es gibt keine Spuren. Nur eine Unterschrift. Eine alte spanische Münze aus dem 16. Jahrhundert. Wo hat er sie gelassen? Das erste Opfer hatte die Münze in der Hosentasche. Das zweite Opfer unter der Zunge. Das dritte Opfer... Du hast Psychologie studiert, Nicole. Wo war die dritte Münze? In der Hand? Nein, warte. Erst die Tasche, dann der Mund. Der Mörder vollzieht sein Ritual. Wo war die dritte Münze? Im Herzbeutel? Sehr gut, Nicole. Ich bin beeindruckt. Er hat das Herz und die Münze vertauscht. Dies kann eine symbolische Bedeutung haben, nicht wahr? Was verbindet diese Opfer? Nicht viel. Sie waren gut situiert. Gebildet. Die Daten sind auf dem Server unter dem Decknamen SK2007-01. Nick dachte an das Motiv blutiger aztekischer Rituale. Oder auch Rituale der Inkas. Bei diesen Ritualen wurde den Menschen das Herz herausgerissen. Und den Göttern geopfert. Vielleicht eine Sekte, die diese Praktiken fortsetzt? Möglich. Man kann nichts ausschließen. Versuch, diese Spur zu verfolgen. Man könnte überprüfen, ob die Mordwaffe ein solches Ritualmesser ist. Damit kannst du beginnen. Irgendwo in den Akten findest du eine Expertise darüber. Es gibt sogar einige Skizzen. Sie haben versucht, ihr Aussehen zu bestimmen. Vielleicht werde ich etwas Interessantes in Bibliotheken und Museen entdecken. Aber schreib keine Doktorarbeit darüber. Dafür haben wir keine Zeit. Ich weiß. In der Regel arbeitet ein Serienkiller immer schneller. In jedem Augenblick muss man das nächste Opfer erwarten. Ja, du hast recht. Heute oder morgen könnte jemand sterben. Ich werde im Museum für präkolumbische Kunst beginnen. Haben Sie irgendwelche Hinweise für mich? Nein. Ich vertraue deiner weiblichen Intuition. Das ist doch mein Chef, der unserer weiblichen Intuition vertraut. Sowas kann nicht jeder von sich behaupten. Ich möchte diesen Mistkerl so sehr erwischen. Ich hoffe, du wirst es. Eher unwahrscheinlich. Der Chief hat mich einer anderen Sache zugeteilt. Mach dir nichts draus. Das heißt noch lange nicht, dass du ihn nicht erwischen wirst. Das Wichtigste ist, dass wir ihm auf den Fersen sind. Was ist mit Nick? Ich und Nick sind jetzt Partner. Wenn er nach mir suchen sollte... Wow, ich gratuliere dir. Dann bin ich im Museum für präkolumbische Kunst. Geht es um den Pförtner? Pförtner? Soviel ich weiß, hat Nick vermutet, dass er mit Drogen zu tun hat. Gut zu wissen. Ich will nach der Mordwaffe suchen. Viel Glück, Nicole.
Bis dann, Ruth. Mir fiel auf bei dem Gespräch, dass ich das mit der Akte vollkommen ignoriert habe. Ich weiß nicht, ob wir darauf zugreifen können. Jedenfalls nicht von unserem Dings aus. Vielleicht hört zu Henry Fairbanks Ingenieur. Einmal im letzten Monat. Statt bla bla bla, so viel ich weiß. Nick vermutet, dass er mit Drogen zu tun hat. Ja, klar. Das sind doch mal richtig gut zusammenhängende Sachen. Da ist Telefonnummer und da sind ja nur so Telefonnummern. Okay, dann kann ich also darauf noch nicht zugreifen. Gut, gut. Dann machen wir uns auf ins Museum. Dazu müssen wir erstmal hier nach unten. Der Flur des Außendienstbüros wird gerade umgebaut. Jetzt kommt, glaube ich, ein Krankenwagen vorbeigefahren. Ja. Und weg ist er. Ah ne, war Polizei. Oh, guck mal, draußen Polizei, hier Polizei. Super Timing. Ich gucke mich jetzt hier auch nicht weiter um, weil das interessiert mich alles nichts. Alte Garagen, die jetzt als FBI-Büros dienen. Diese Tradition reicht bis in die Zeiten von Elliot Ness zurück. Noch eine Gemeinsamkeit mit Still Life ist, dass man sich von Ort zu Ort mit dem Auto bewegt. Und auch vor Ort so eine Karte hat, beziehungsweise ich glaube in Still Life war es ein Navi, oder? Ich weiß es nicht. Karte ist Karte. Jedenfalls diese hier Ornamente das auf dem Gebäude wunderschöne sind Museum. Und ich vergesse immer, dass sie vorher was sagt, wenn sie irgendwo neu rein eintritt oder so. Außer hier natürlich, außer hier. Heute geschlossen. Das Museum bleibt noch die ganze Woche geschlossen. Ich bin vom FBI. Was wollen Sie? Ich habe nichts getan. Ich will mit dem Direktor sprechen. Warren? Ja, wo kann ich ihn finden? Geradeaus, im Hauptsaal. Hehe, so beschafft man sich Zugang hier. Diese Ausstellungsstücke sehen zum Fürchten aus. Sie werden Ihre Meinung ändern, nachdem Sie sie besser kennengelernt haben. Guten Tag. Nicole Bonnet vom FBI. Direktor Warren? Höchstpersönlich. Es ist erfreulich, dass das FBI fortschrittlich ist und nun so hübsche Agentinnen beschäftigt. Ich bin auf der Suche nach einem Ritualmesser, das die Indios für Menschenopfer verwendet haben. Warum interessiert sich das FBI für präkolumbische Kunst? Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Mordwaffe. Weiß man schon etwas über den Mörder? Nicht viel. Können Sie mir die Messer zeigen? Sie sind in der Vitrine. Es sind Messer der Azteken mit Griffen aus Obsidian, die von Priestern noch zu Cortez-Zeiten in Tenochtitlan verwendet wurden. Kann ich sie mir näher anschauen? Sie können sie in Ruhe anschauen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt gehen. Okay, wenn man kann ich ihm das zeigen? Warum funktioniert das nicht? Ja, warum? Ich weiß es auch nicht. Beim letzten Mal dachte ich nämlich, dass man ihm das hätte vielleicht noch zeigen können, aber... Weil sobald ich aus der Ansicht rausgehe, ist er weg. Fantasievolles Volk. Aber hier gibt es keine Messer mit einer Klinge wie auf der Zeichnung. Guck, er ist weg. Zu den goldenen Figuren sagt sie nicht. Das finde ich auch sehr interessant. Furchterregende Mumie. Ich hoffe, dass ich nicht so enden werde. Die sieht aber echt unheimlich und creepy aus. So, den Feuerlöscher nehmen wir mit. Ich werde mit dem Feuerlöscher durch das Museum laufen. Vielleicht kann ich etwas löschen. Ich dachte wirklich, als sie das gesagt hatte beim ersten Mal, dass sie mich verarscht und sagt so, nee, das geht natürlich nicht. Ich liebe solche Orte. Okay, hier sind wir jetzt in der Orangerie, da sind nur Statuen, Papageien, bla bla bla. Mit den Vasen, da können wir immer eine mitnehmen, aber sobald eine dabei ist, will sie nicht zurück ins in den Ausstellungssaal, was ganz komisch ist. Die Erde können wir auf jeden Fall noch mitnehmen, die werde ich auch mitnehmen. Ich hatte zwar keine Schulung in Blumenpflege, aber diese Erde kann ich bestimmt gebrauchen. Und ich habe auch beschlossen, dass ich den Part etwas länger mache als eigentlich geplant, weil ich einfach jetzt in dem ganzen Part das schon mal abgehakt haben möchte, was ich bereits kannte. Es ist auch nicht mehr viel. Im Archiv selber konnte ich, glaube ich, nichts machen. Breitet hier Warren alte Karten aus und diskutiert mit seinen Freunden über Reisen ins Ungewisse?
Hier im Regal ist noch so eine Box mit, Hier liegen die Beschreibungen wissenschaftlicher Forschungen, die in der Wildnis geführt wurden. Box des Professors, also Truhe mit Dokumenten des Professors, aber damit stellt sie nichts an. Da sagt sie nur dasselbe wie auch im Lagerraum, dass sie nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Und sonst war hier im Archiv auch nichts. Dann können wir wieder raus in den Flur. Hier gibt es nichts, was mir bei meiner Ermittlung helfen könnte. Ja, deswegen darfst du auch in den Flur wieder gehen. So, und jetzt reden wir mal mit dem Pförtner nochmal. Haben Sie mit dem Chef gesprochen? Ich habe nichts gefunden. Ich bin etwas enttäuscht. Sie verstehen doch, dass wir hier nicht alles haben können. Aber oft tauschen wir die Exponate mit anderen Museen aus. Ich hoffe, dass es nur nicht zu lang wird an der Party. Kontakte? Ja, vor allem in Südamerika. Unten im Lagerraum gibt es Truhen, die nach Bogota versendet werden. Warten Sie mal, gibt es dort keine Messer? Es ist nicht ausgeschlossen. Dies ist ein Teil der Sammlung von oben. Bringen Sie mich dorthin. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Geben Sie mir die Nummer Ihres Vorgesetzten. Ich werde ihn anrufen. Die Nummer meines Chefs lautet... 5, 5, 5, 3, 6, 2, 6, 9, 1. Ja, ihr habt euch nicht verhört, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich fand es sehr, sehr, sehr lustig. Er hat leider das Telefon abgeschaltet. Ich konnte ihn nicht erreichen. Ja, Sie sehen doch selbst, dass ich nichts tun kann. Hören Sie zu. Wenn ich die Sache mit den Messern nicht aufkläre, werde ich mich den Drogen widmen müssen. Ich werde Nick Romsky um Hilfe bitten. Einen Moment. Ich habe doch nur nachgedacht. Wenn Sie diesen Raum unbedingt sehen wollen... Ja, das will ich. Es ist diese Tür. Ich muss hier bleiben. Nur bitte nichts anfassen. Nein, nein, ich fasse nichts an. Überhaupt nicht. Hier ist es fast ganz dunkel. Ich muss den Pförtner bitten, das Licht einzuschalten. Jupp, dann gehen wir mal wieder hoch. Wie produktiv das Ganze hier ist. Gibt es ein Problem mit dem Licht dort unten? Der Elektriker wurde schon bestellt. Er wird es demnächst reparieren. Wie soll ich dort irgendetwas sehen können? Ja, manchmal klappt es. Einen hoch, einen runter oder so ähnlich. Ja, dann gehen wir mal hin. Unten war ja der Sicherungskasten. Und ich dachte anfangs wirklich mal... Das ist ja uralt. Dies erklärt, warum es nicht richtig funktioniert. Ich dachte halt am Anfang, dass man halt hier eine bestimmte Kombination machen würde und irgendwann sagt sie, ja, alles super, duper, toll, fantastisch. Aber nein, jedes einzelne Licht macht einen bestimmten Bereich. Das Lustige ist nur, dass... ich das erstmal mitnehmen muss. Sie ist aber schwer. Sie ist sicher nicht leer. Das hat sich gereimt. Ja, sie ist auch nicht leer. Gucke ich gleich nachher an. Das Lustige ist halt, dass wenn man jetzt sagt, zum Beispiel der eine macht die und die beiden Lichter, der Schalter hat nämlich vorher was ganz anderes gemacht. Das ist alles wirklich random, merke ich gerade. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Der Schalter hat vorher nämlich die beiden in der Mitte und das unterste auf der rechten Seite angemacht. Und jetzt waren halt nur... das hier vorne und das da. Also vorher hat es hier, da und hier angemacht. Also alles random. Okay, muss jetzt mal so gucken. Ja, perfekt, weil hier ist noch ein Schlauchboot, was wir brauchen. Also ein zusammengefaltetes. Eine Bundesagentin wie ich muss wirklich sonderbare Sachen tragen. Ja, das musst du. So, und jetzt? Nein. Nein. Ach, schön. Da will ich zwar hin. Nein, okay. Der Schalter hat nämlich beim letzten Mal gar nichts angemacht. Ach Gott. Ich hatte das letzte Mal so Glück, dass da einen gab, der alle drei auf der einen Seite angemacht hatte. Kann ich da hin? Ich kann da hin. Perfekt. Das schon, die sagt, nein, ich weiß nicht, wie ich den Weg ins, durch das Dunkle finden soll. Dieser Ort ist sicherlich nur einer von vielen Stops dieser Ausstellungsstücke auf ihrer Reise um die Welt. Mhm. Hier ist ein Plakat mit einem Schrank. Mit dem Schrank selber kann ich aber nichts anfangen. An der Stelle. Hier sind nur kaputte Scherben.
Und es wird mal Zeit, den Koffer auszupacken. Mal schauen, was drin ist. Ja, sorry, wenn ich ein bisschen schnell mache oder ein bisschen kritisch gerade das Ganze ansehe. Sehr nützliches Gerät. Habe ich auf der Schulung gesehen. Das ist einfach, das liegt nur daran, dass ich halt gerade den Teil, den ich kenne, halt fertig haben möchte, damit ich das alles in einem Part habe. Und dann ab dem nächsten Part wieder komplett blind für mich weitergeht. Hier gibt es keine Messer. Ja, hier gibt es keine Messer. Das Schöne ist, dahinter ist ein Spalt. Hallo. Da, genau, da ist ein Spalt. Da kann ich das Schlauchboot reintun. Ideales Versteck für ein zusammengerolltes Schlauchboot. Ja, finde ich nämlich auch. Und das Lustige ist, da ist kein Ziehen oder Dings da. Nein, das macht mit dem Feuerlöscher. Wenn das Gas unter Druck, kann das Schlauchboot aufblasen. Weil wir können nämlich die Kisten nicht verschieben und so kommen wir an die hinteren Kisten dran. Und können diese angucken. Keine Spur von einer Waffe oder etwas in dieser Art. Nope, da ist auch nichts. Das untere. Paarweise angeordnet. Und hier neben dem Messer gibt es einen leeren Platz. Messer, wie auf meiner Zeichnung. Ja, die beiden. Beziehungsweise der ist ja nur noch vorhanden und der fehlt. Wie auf der Zeichnung, das hast du richtig erkannt. Ich gehe wieder zurück, weil hier haben wir jetzt alles, was wir erledigen mussten. Ich habe das letzte Mal den Koffer auch wieder zurückgetan, aber diesmal willst du nicht, oder was? Nö, diesmal willst du den Koffer nicht zurücktun. Lol. Das letzte Mal hatte mich... gab's halt die Möglichkeit. Doch, jetzt da. Wir wollten das eben nicht. Komisch. Ich hoffe auch, dass man die Baustelle draußen nicht zu arg hört. So. Dann reden wir noch mal kurz mit den Pförtnern, dann haben wir auch schon gleich alles geschafft. Haben Sie eine Liste mit dem Inhalt dieser Truhen? Oder soll ich das Zollamt anrufen? Ich wusste, dass es irgendwann mal so weit sein würde. Bitte, hier ist der Lieferschein. Na also, sehen Sie? Da steht klar und deutlich zwei Messer. Wo ist das andere Messer? Ich muss Warren danach fragen. Was geht mich das an? Ich werde sowieso wegen Ihnen wahrscheinlich meinen Job verlieren. Ja, kann gut sein. An dieser Stelle habe ich jetzt nicht mehr weitergemacht. Das heißt dann auch, dass ich hier jetzt einen Schnitt setzen werde. Der Part ist vorbei. Ich habe alles, was ich vorher gemacht habe, in einen Part reingequetscht. Das waren vorher zwei Stück und dann hatte ich ja den dritten angefangen und da war der Strom weg. Und ab dem nächsten Part geht's dann auch wieder für mich blind weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich da ein bisschen zu arg kritisch war und alles. Da fallen dann einen Sachen auf, die man vorher irgendwie nicht so richtig registriert hat oder die man nicht so in Worte gefasst hat. Das kommt dann ein bisschen kritisch immer rüber. Aber bis jetzt gefällt mir das Spiel schon richtig gut. Vor allem, weil es mich auch sehr an Still Life erinnert und Still Life hat mich ja auch ziemlich gefesselt gehabt. Und ja. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.